Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Sarah Baumann wird von ihrem Verlobten abgezockt und vor dem Traualtar sitzen gelassen. Barbara von Minkwitz kämpft für ihre Mandantin. Du hast mich so in diese Hochzeit reingedrängt. Ich kann einfach nicht. Mann, Mama. Mäuschen, was ist los? Er hat seine Sachen mitgenommen. Überleg mal, was du für Geld investiert hast. Da musst du was machen. Das sind zusammen ca. 15.000 Euro, die ich dafür bezahlt habe. Aber Sie müssen auch wissen, wo er wohnt. Ich weiß es nicht. Er hat mich vom Standesamt einfach stehen gelassen. Genau darum geht's. Bitte sagen Sie, dass er hier ist. Was? Krass, ey. Axel hat's echt drauf, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Der Mann, dem Sie 10.000 Euro für dieses Geschäft gegeben haben, der arbeitet da noch nicht mal. Wir würden einfach gerne wissen, welche Rolle Sie hier spielen. Wer sind Sie überhaupt? Erklären Sie sich. Kannst du meinen Freund bitte in Ruhe lassen und jetzt einen Abflug machen? Das heißt, er hat mich wirklich von vorne bis hinten die ganze Zeit belogen und ich habe den geliebt. Ich werde mir jeden Cent, notfalls einzeln, von Ihnen wiederholen. Ganz im Wald mit einem Blumenstrauß. In einem Berliner Standesamt wollen sich Sarah Baumann und ihr Verlobter Axel Hartwig heute das Ja-Wort geben. Sarah ist überglücklich, nach vielen verkorksten Beziehungen in Axel endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Ihre Eltern Dagmar und Bernd Baumann und ihre beste Freundin Janine Lindenthal freuen sich sehr für die 35-Jährige. Doch die Trauung endet in einem Desaster. Frau Baumann, Herr Hartwig, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie sich im Internet kennengelernt haben. Aber das ist ja auch heutzutage nichts Außergewöhnliches mehr. Und vor allen Dingen sagt ja auch die Art und Weise des Kennenlernens nichts über die Qualität einer Beziehung aus. Mittlerweile lieben Sie sich offline, wie man so schön sagt, und sind sich auch im richtigen Leben gegenseitig ins Netz gegangen. Wenn Sie sich dann erheben wollen, bitte. Damit also Ihre gemeinsame Zukunft schnellstmöglich beginnen kann, werde ich Ihnen jetzt jeweils eine Frage stellen. Sie brauchen nicht nervös zu sein, Sie brauchen einfach nur mit Ja zu antworten. Ich frage zuerst Sie, Herr Axel Hartwig, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Sarah Baumann die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Herr Hartwig, ganz ruhig, ich stelle Ihnen die Frage einfach nochmal. Ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Sarah Baumann die Ehe einzugehen? Sarah, ich kann das nicht. Was soll denn das hier? Ich kann dich nicht heiraten. Was soll das denn bitte, Axel? Es tut mir leid, Sarah. Weißt du, was soll denn das? Axel, warte doch mal bitte. Warte doch, Sarah. Mann, Axel, was soll denn das jetzt? Kannst du nicht gehen? Kannst mich doch nicht hier lassen. Wo willst du denn hin? Ich hab gedacht, dass du mich liebst. Ja, Mensch, das dachte ich auch. Aber du hast mich so in diese Hochzeit reingedrängt. Ich kann einfach nicht. Du wolltest doch so früh heiraten. Meinetwegen hätten wir ruhig noch warten können. Das ist doch alles Quatsch. Du wolltest, das war doch alles deine Idee. Du wolltest, dass alles schön ist und hast dir vorgestellt, wie toll das alles wäre. Ich kann einfach nicht. Bin nicht so. Verstehst du mich? Das ist mir alles zu viel. Und wir sind auch nicht länger verlobt. Für Sarah sollte es der schönste Tag ihres Lebens werden. Sie hat Axel erst vor 5 Monaten kennengelernt, aber ihr war sofort klar, dass sie den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen will. Das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Glaube ich dir, Mann. Weißt du was, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass die Feier abgesagt wird, damit du dich nicht auch noch darum kümmern musst. Er war doch so verliebt in dich, ey. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Dagmar und Gerd Baumann begleiten ihre Tochter nach Hause. Sarah hätte nie damit gerechnet, von Axel sitzen gelassen zu werden. Der 33-Jährige ist erst vor kurzem von Frankfurt nach Berlin gekommen und nach ihrem Kennenlernen sofort bei Sarah eingezogen. Die Berlinerin hofft, dass es sich bei seinem Rückzieher nur um eine Kurzschlussreaktion handelt, die er jetzt schon bereut. Pass doch auf dein Kleid auf. Das hat ein Vermögen gekostet.
Aber das Kleid ist total egal. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens und du machst dir Gedanken ums Kleid. Hättest du den Holger geheiratet, wäre das alles gar nicht passiert. Mama, bitte. Es ist doch nicht, ich mag, Holger habe ich nie gemocht. Das ist ein totaler Idiot. Das ist so, ja, Holger ist ein Idiot. Und was mit dem Axel? Mann, das ist überhaupt nicht seine Art. Sarah, du weißt genau, wie ich es meine. Axel, komm doch mal. Axel. Ja, scheint nicht da zu sein. Ich guck mal nach seinen Sachen. Das ist ein Vogel, ja. Mann, Mama. Mäuschen, was ist los? Er hat seine Sachen mitgenommen. Aber das kann er doch gar nicht. Wir sind doch direkt hierher gefahren. So schnell kann er doch gar nicht packen. Scheinbar schon. Ich habe gestern bei Janine geschlafen. Vielleicht hat er es da eingepackt. Bei Janine wart ihr? Habt ihr denn bei Janine gemacht? Papa, wir haben gedacht, das wäre eine tolle Idee, wenn wir uns heute das erste Mal wieder dann sehen. Aber ich verstehe nicht, warum er mich dann nicht gestern informiert hat, wenn er mich nicht heiraten möchte. Warum hat er mich dann da vom Standesamt so stehen gelassen? Mensch, das tut mir alles so leid. Du wolltest vor 2 Minuten, dass ich Holger heirate. Na ja, aber es ist doch deine Entscheidung. Mensch, wenn ich den in den Finger kriege, Sarah. Überleg mal, was du für Geld investiert hast in die Hochzeit. Da musst du was machen. Ja, ich lasse mir das auch nicht gefallen. Also, ich ziehe mir was anderes an und ich werde auf jeden Fall jeden Cent zurückholen. Mensch, Kind, wie soll denn das funktionieren? Der Ketterer, der Florist, es ist alles bezahlt. Ja. Seid mir nicht böse. Bitte geht. Ich möchte mir meine Gedanken machen und alleine sein. Mensch, Kind, wenn du uns brauchst, bitte, bitte ruf an, ja? Und meine Eltern wüssten, dass ich ihnen noch viel mehr Geld gegeben habe. Und ich meine, ich gebe ihm Geld und er bricht mir das Herz und lässt mich da beim Standesamt einfach stehen. Das werde ich mir nicht gefallen lassen. Ich werde mir jetzt eine Anwältin suchen und dann wird er dafür büßen. Sarah ist nicht nur verletzt, sie ist auch wütend, dass Axel die Trauung platzen gelassen hat. Sie hat die komplette Hochzeit allein bezahlt und ihm sogar noch 10.000 Euro für die Eröffnung eines Bekleidungsgeschäftes geliehen. Doch nun will sie alles zurück. Noch am selben Tag hat sie sich deshalb einen Termin bei Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz geben lassen und der Juristin ihre Situation schon vorab telefonisch geschildert. Ach, Frau Baumann, Sie Arme, guten Tag. Wissen Sie, ich hätte das ihm niemals zugetraut, dass er mich da einfach so stehen lässt. Ich meine, das war der Mann, mit dem ich meine Zukunft verbringen wollte. Ja, das ist ja auch wahnsinnig verletzend. Setzen Sie sich doch einfach erst mal hin. Sagen Sie mal, haben Sie denn inzwischen überhaupt nichts von ihm gehört? Nein, ich habe ihn nicht erreicht. Deswegen bin ich ja auch hier, weil ich verstehe das Ganze nicht. Und ich möchte halt auch einfach nur mein Geld zurück, wenn er mich betrogen hat. Das ist unglaublich verletzend. Ich kann Sie so gut verstehen. Sagen Sie mal, was haben Sie die Hochzeitsvorbereitungen denn insgesamt gekostet? Ich habe die Rechnung mitgebracht. Zeigen Sie mal. Für den Floristen, fürs Catering, fürs Kleid. Das sind zusammen ca. 15.000 Euro, die ich dafür bezahlt habe. Wissen Sie, also erstmal muss ich Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Ich finde, für das, was Sie erlebt haben, sind Sie wirklich tough, haben eine super Haltung und sind so gut organisiert. Und dann ist das ja wirklich auch ein Betrag, um den es sich zu kämpfen lohnt, 15.000 Euro. Und ich meine, ein kleiner Trost, die Rechtsgrundlage für die Rückforderung, die ist wirklich glasklar. Wirklich? Ja, es ist so, wenn ein Verlobter in Erwartung der Hochzeit Aufwendungen macht und der andere die Verlobung platzen lässt, dann hat er den gesamten Schaden zu ersetzen. Ja, aber das ist noch nicht alles. Wie noch nicht alles? Ich habe ihm halt noch 10.000 Euro geliehen für so einen T-Shirt-Laden. Sie haben ihm 10.000 Euro geliehen. Haben Sie ihm die überwiesen oder einen Darlehensvertrag gemacht? Nein, das habe ich ihm bar gegeben. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich meine, da haben wir ja überhaupt keine Beweismittel. Also die einzige Möglichkeit im Gesamtzusammenhang ist, den da wirklich so in die Zange zu nehmen, dass wir das auch darstellen können. Wissen Sie, mein Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, wo er jetzt steckt. Ich meine, er ist ja zu mir gezogen und seine Eltern sind tot. Das ist für Sie jetzt einfach auch alles viel zu viel. Aber wissen Sie, für mich ist das kein Problem, Frau Baumann. Ich gehe da einfach morgen in diesen T-Shirt-Laden und irgendwann wird er da ja auftauchen. Und in dem Zusammenhang wäre ich Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie mir noch ein Foto von dem Herrn mailen könnten, damit ich weiß, wie der aussieht. Und dann werde ich den vor die unwiderstehliche Alternative stellen, dass der entweder sofort alles zurückzahlt oder sofort verklagt zu werden.
Also grundsätzlich ist mir das sehr wichtig, meinen Mandanten auch in der Erstberatung reinen Wein einzuschenken und die Sache nicht einfach schön zu reden. Und hier haben wir ein Riesenproblem, weil wir keine Beweismittel für die 10.000 Euro Darlehen haben, aber noch ein weiteres, wo ich meine Mandantin jetzt wirklich verschonen wollte, weil es der schon so schlecht geht. Ich weiß ja gar nicht, ob der Mann überhaupt noch was hat. Und einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen. Tags darauf sucht Barbara von Minkwitz das Bekleidungsgeschäft von Axel Hartwig auf. Die Anwältin will von dem 33-Jährigen Sarahs Darlehen in Höhe von 10.000 Euro zurückfordern. Außerdem möchte sie Schadenersatz für die Hochzeitsvorbereitungen geltend machen. Doch im Laden angekommen, erlebt die Juristin eine böse Überraschung. Guten Tag. Guten Tag. Suchen Sie was Bestimmtes? Sonst ist die Damenabteilung oben. Ja, nett, gucke ich vielleicht gleich nochmal. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz und ich hätte gerne den Herrn Axel Hartwig gesprochen. Kenne ich nicht, tut mir leid. Kennen Sie nicht? Das ist doch der Eigentümer hier. Sie sind witzig. Ich habe vor 3 Wochen habe ich den Laden hier aufgemacht. Und wenn dem der Laden hier gehören würde, dann wüsste ich das sicherlich als erstes. Und wenn das ein Mitarbeiter oder ein stiller Teilhaber wäre, dann wüssten Sie es auch. Ja, na sicherlich. Tut mir leid, ich mache hier wirklich alles alleine. Ich finanziere mich hier alleine. Aber vielleicht war es der Voreigentümer. Da bin ich ein bisschen überfragt. Also soweit ich weiß, war 2 Monate vorher stand der Laden hier leer. Hm. Und sonst weiß ich auch nicht mehr. Tut mir leid. Lieferanten kennen Sie doch vielleicht auch. Und Kunden, kann das sein? Kunden vom Namen her nicht, Lieferanten schon, aber da gehört er dann auch nicht zu. Also wissen Sie, letzter Versuch. Ich zeige Ihnen mal ein Foto von dem Herrn. Sorry? Ja. Hast du die auch in einer anderen Größe? Ja, ich komme gleich. Kurzen Moment, ja. Gucken Sie mal, kennen Sie den vielleicht hier? Nee, tut mir leid. Nee. Noch nie gesehen. Nee. Nee, ich muss jetzt auch weitermachen. Okay, vielen Dank. Also mehr brauche ich überhaupt nicht zu hören. Mir ist jetzt völlig klar, dass meine Mandantin einem ganz dreisten Betrüger aufgesessen ist. Und ich muss jetzt unbedingt noch mal mit ihr sprechen. Das tut mir zwar leid, weil die so fertig ist, aber irgendwie hat der sie nicht nur persönlich, sondern auch beruflich nach Strich und Faden hinters Licht geführt. Far away, far away. Während Barbara von Minkwitz Nachforschungen über Axel Hartwig anstellt, will Sarah sich von ihrem Kummer ablenken. Obwohl sie noch Urlaub hat, möchte sie ihrem Job in einer Unternehmensberatung nachgehen. Auch ihre beste Freundin Janine Lindenthal arbeitet dort. Doch nicht alle Kollegen wissen über Sarahs missglückte Hochzeit Bescheid. Hey. Was machst du denn hier? Du gehörst eigentlich nach Hause. Mann, was soll ich denn da? Bin ich da auch die ganze Zeit mit dem Heulen? Ja, aber meinst du denn, es ist so viel besser, wenn du jetzt hier irgendwelche Umsatzzahlen wählst? Das bringt dir jetzt auch keine Entspannung. Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Hartwig. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich wollte mal flugs deine E-Mail-Signatur ändern. Das kannst du dir sparen. Wie sparen? Hey, Hartwig ist doch voll der coole Name. Und der Chef meint, ich soll die von Baumann in Hartwig ändern. Oder hast du deinen Namen in deinen Mann aufgedrückt? Und wenn es nur das gewesen wäre, die Hochzeit hat nicht stattgefunden. Hey, wie sind das nicht? Mann, jetzt check doch mal, die Hochzeit hat nicht stattgefunden. Dein Typ ist hier nicht weiter verlangt, jetzt düs mal ab jetzt. Oh Mann, süß, es tut mir so leid. Manche checken es einfach nicht. Dann weißt du, warum muss das ausgerechnet mir passieren? In diesem Standesamt finden tausende Hochzeiten statt. Und genau ich werde da stehen gelassen. Oh Mann, ich weiß doch auch nicht. Also, jetzt atme erst mal durch. Hallo, Frau von Minkwitz? Wie? Mhm. Persönlich? Ja, das Kaffee kenne ich. Na, 30 Minuten, ja. Richtig. Sarah bemerkt, dass sie noch nicht in der Lage ist, wieder zu arbeiten und hat kurzfristig ihren Urlaub um 3 Tage verlängert. Anschließend ist sie in das Café gefahren, in das Barbara von Minkwitz sie bestellt hat. Denn die Juristin hat herausgefunden, dass Axel ihre Mandantin von Anfang an belogen hat. Ach, hallo Frau Baumann. Entschuldigen Sie, dass ich so spät bin. Ich musste dringend noch eine Angelegenheit klären. Und können Sie ihn denn jetzt schon sehen, oder? Kommen Sie, setzen sich erst mal hin. Also, was ich da in dem Laden herausgefunden habe, ist leider nicht das, was ich wollte. Setzen Sie sich bitte mal. Der ist in dem Laden überhaupt nicht bekannt. Der gehört ihm nicht. Wie, ihm gehört das Geschäft nicht? Der Mann, dem Sie 10.000 Euro für dieses Geschäft gegeben haben, der arbeitet da noch nicht mal. Der ist auch als Kunde da nicht bekannt. Aber ich meine, ich war doch mit ihm an diesem Laden und jetzt wird's mir auch klar, wir waren ja nicht drin. Er hatte den Schlüssel nicht mit. Dann hat er noch gesagt, das wäre sein Traum und alles.
meine, der hat mich echt belogen. Wissen Sie, ich meine, Sie hatten doch auch überhaupt gar keinen Grund, misstrauisch zu sein. Und jetzt sitzt er wahrscheinlich auf den Malediven und gibt mein Geld aus und hat ein schönes Leben, oder was? Ja, das ist ja auch keine Langzeitperspektive. Also ich meine, Sie sind einfach auf einen professionellen Betrüger hereingefallen. Oh Gott, das ist alles zu viel für mich. Ich bin echt auf den Mistkerl reingefallen. Ich weiß gar nicht, wieso jetzt denn jetzt weitergehen. Setzen Sie sich mal bitte wieder hin. Ich meine, das ist wirklich ein bisschen viel, alles hintereinander. Für Sie, ich war nicht untätig. Ich habe beim Melderegister schon mal nachgeforscht, weil mich einfach seine letzte Meldeanschrift interessiert. Ich möchte da gerne mal vor Ort mit den Leuten sprechen. Vielleicht kriegen wir da weitere Infos. Ja, aber er war doch in Frankfurt gemeldet. Was wollen Sie denn jetzt da? Die ist nicht in Frankfurt, da hat er sie auch belogen. Die ist in Berlin-Mitte. Das heißt, er hat mich wirklich von vorne bis hinten die ganze Zeit belogen und ich habe den geliebt. Ich würde auf jeden Fall mitkommen wollen. Weil habe ich mir schon gedacht. Kommen Sie denn, ich lade Sie mal zu dem Kaffee ein. Das ist ja das Wenigste. Ich würde gern zahlen, zwei Kaffee. 64 bitte. Danke, stimmt so. Wiedersehen. Frau Baumann hat sich von ihrem Verlobten echt täuschen lassen. Bis vor ein paar Jahren war das noch Pflicht, dass der Ladeninhaber seinen Namen an der Ladentür befestigt. Diese Regelung ist weggefallen und so hatte sie eigentlich auch gar keine Chance zu überprüfen, ob ihm der Laden wirklich gehörte. Sarah ist entsetzt über Axels Lügen. Er hatte ihr erzählt, dass seine Eltern verstorben sind und er erst wenige Wochen vor ihrem Kennenlernen von Frankfurt nach Berlin gezogen ist, um einen Neuanfang zu machen. Dabei lebte er schon viel länger in der Hauptstadt. Wütend fährt Sarah mit ihrer Anwältin zu Axels letzter Meldeadresse. Dort wollen die beiden herausfinden, ob seine Nachmieter etwas über den Verbleib des 33-Jährigen wissen. Und sie erleben eine Überraschung. Ach nee, gucken Sie mal, damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Was ist das denn? Da ist entweder das alte Namensschild von dem Herrn Hartwig oder es wohnt jemand mit gleichem Namen hier. Aber der hat doch gar keine Angehörigen. Ja. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie mal ganz kurz stören? Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz und das ist meine Mandantin, Frau Baumann. Wir sind auf der Suche nach einem gewissen Axel Hartwig. Mein Sohn. Wie jetzt, Ihren Sohn? Der hat hier gelebt bei uns, ja. Ach. Ja, jetzt ruft er aber schon ewige Zeiten nicht mehr an, 2 Jahre mindestens. Zu Weihnachten nicht, nicht, ja nicht, wir haben keinen Kontakt. Und wissen Sie, interessiert mich auch ja nicht, was der macht, was der ausgefressen hat. Absolut keine Meinung. Zu mir hat er gesagt, Sie wären tot. Ja, das sagt er zu jedem, ja. Was ist denn hier los? Warum ist denn so ein Krach? Ja, liebe Frau, Folgendes, die Herrschaften suchen unseren Sohn. Ja. Ja, kann ich nur Folgendes sagen. Vor 2 Jahren hat er angefangen mit dem Medizinstudium. Hat ja auch halt geklappt, der ist ja nicht dumm. Und nach einem halben Jahr kam er wieder. Alter, das geht nicht mehr. Ich kann kein Blut sehen. Kannst du uns ein bisschen Geld leihen oder geben? Ein Erbe steht ja vielleicht offen. Wir wollen einen Fahrradladen machen. Da hab ich gesagt, was ein Fahrradladen? Dann kann ich ja mein Geld leihen und zerschmeißen. Wie lange ist das her ungefähr? Seit ca. 1,5 Jahren. Und wir haben keinerlei Kontakt mehr. Aber Sie müssen auch wissen, wo er wohnt. Ich weiß es nicht. Wir haben uns seit 30 Jahren aufgerieben. Und haben jetzt schlussendlich keine Beziehung mehr zu ihm. Nee, nee, wir wissen, wir haben schon so viel getan, aber er will sich nicht helfen lassen. Also Sie haben uns mehr geholfen, als Sie glauben. Ja, vielen Dank auch. Bitte, Wiedersehen. Schön, bitte. Ach, Frau Rechtsanwalt, einen Moment bitte. Trotzdem noch einen schönen Gruß an ihn. Ja, das ist doch nett. Aber er kann erst wieder nach Hause kommen, wenn er was vorzuweisen hat, wenn er einen Beruf hat. Och, mal dann doch. Das ist dann wieder traurig. So, jetzt haben wir wenigstens was über die familiären Verhältnisse von Herrn Hartwig erfahren. Und die lassen ja wirklich tief blicken. Die Lebensplanung von ihm und seinen Eltern, die scheint ja total auseinander zu driften. Aber das rechtfertigt auf keinen Fall, dass er sein Leben jetzt über meine Mandantin finanziert. Sarah hat geglaubt, Axel in- und auswendig zu kennen. Seit ihrem Kennenlernen vor 5 Monaten waren sie jeden Abend und jede Nacht zusammen. Vor Axel hat Sarah noch nie eine so innige Beziehung erlebt. Und jetzt das. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Warum er mich die ganze Zeit anlügt? Ich meine, warum erzählt er mir denn, dass seine Eltern tot sind? Macht es denen Spaß? Wissen Sie nicht, dass ich den verteidigen möchte, aber viele Leute behaupten, dass andere Familienangehörige für die gestorben sind, weil sie einfach nichts mehr mit denen zu tun haben wollen. Und ich meine, nach dem, was wir hier erlebt haben, ist es doch kein Wunder. Das finde ich aber ein bisschen weit hergeholt, oder?
Ja, für Außenstehende klingt das immer so radikal, aber ich habe das wirklich in vielen zerrütteten Familien erlebt, dass die einen anderen Familienangehörigen für tot erklären. Und ich meine, so wie die Eltern sich verhalten haben, scheint es denen ja genauso zu gehen. Ja, das stimmt. Das waren wirklich scheußliche Leute. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Axel mit denen irgendwie verwandt ist. Ach, sagen Sie mal, das ist ja interessant. Fangen Sie jetzt an, den Axel Hartwig zu verteidigen? Nein, das auf gar keinen Fall. Aber ich meine, Axel ist überhaupt nicht so wie die. Aber Sie haben gesagt, dass Sie uns geholfen haben, die Eltern. Wie meinen Sie das denn? Na ja, wissen Sie, ich bin ja immer optimistisch. Aber ich finde wirklich, was die erzählt haben über den Fahrradladen, ich glaube, dass es den gibt. Und wenn es den Fahrradladen gibt, dann finden wir auch den Axel Hartwig. Sarah Baumann wurde kurz vor der standesamtlichen Trauung von ihrem Verlobten Axel Hartwig sitzen gelassen und um 10.000 Euro erleichtert. Der 33-Jährige ist seitdem spurlos verschwunden. Doch Sarahs Anwältin Barbara von Minkwitz hat im Handelsregister herausgefunden, dass er gemeinsam mit einem Jan Kriechel ein Fahrradgeschäft betreibt. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, das wäre schön, wenn Sie mir helfen könnten. Aber wir wollen nichts bei Ihnen kaufen. Sondern? Sagen Sie mal, gehört Ihnen der Laden hier? Ja, wieso? Ja, es ist nämlich so, wir sind auf der Suche nach einem gewissen Axel Hartwig. Laut Handelsregister ist der hier als Miteigentümer eingetragen. Axel? Ja, theoretisch schon. Um was geht's denn? Also wenn es um den Laden geht, kann ich Ihnen sicherlich noch am besten helfen. Axel und ich wollten heiraten. Er hat mich vom Standesamt einfach stehen gelassen. Genau darum geht's. Jetzt suchen wir ihn. Bitte sagen Sie, dass er hier ist. Krass! Der Axel hat es echt drauf, sich in die Schwierigkeiten zu bringen. Was meine Mandantin sagt, stimmt wirklich. Entschuldigung, ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz und das ist Frau Baumann. Und was meinen Sie da, dass der Axel sich immer in Schwierigkeiten bringt? Na ja, ganz einfach. Der Axel schuldet mir noch einen richtig dicken Fetzenbatzen Kohle für den Laden. Und ich glaube, da sitzen wir beide mehr oder weniger im gleichen Boot. Also da sagen Sie wirklich was. Ich meine, ich will ja nicht indiskret sein, aber um wie viel geht's denn bei Ihnen? Naja, also ich und Axel, wir haben damals zusammen studiert und naja, wir konnten damit nicht wirklich was anfangen. Aber wir waren total die Fahrradfreaks und haben gedacht, wir leben unseren Traum und machen den Laden auf. Also Sie haben Ihr Studium an Nadel gehängt und einen Kredit aufgenommen, um den Laden aufzumachen. Ja, genau so haben wir es gemacht. Ich war der Kreditnehmer. Eigentlich war der Plan gewesen, dass Axel 20.000 Euro dazu steuert und ich. Ich habe mir alles vom Mund abgespart. Tja, und auf Axel seine Kohle warte ich bis heute. Ja, aber trotzdem, laut Handelsregister ist er als Miteigentümer immer noch eingetragen. Ja, das hat aber eher symbolischen Charakter. Also, ich glaube, der hat in 100 Jahren das Zeug noch nicht abbezahlt. Und im Moment kriege ich 200 Euro von ihm im Monat. Und wo ist Axel jetzt? Tja, keine Ahnung. Also, ich habe höchstens noch alle paar Wochen mit ihm Kontakt. Ich finde es auch mega schade. Wir waren beide dicke, beste Freunde und wollten unseren Traum leben. Aber seit der Nummer mit dem Kredit höre ich bloß noch einmal im Monat was von ihm. Naja, aber dann haben Sie doch seine Telefonnummer und auch seine Anschrift. Können Sie mir die nicht geben? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das kann ich machen. Ich gehe mal kurz raus, mir ist ein bisschen komisch. Das würde uns ja schon weiterhelfen. Ja. Die Sache wird immer konfuser. Jetzt gibt es diesen Fahrradladen wirklich, von dem Axel mir nichts erzählt hat. Aber ich bin scheinbar nicht die Einzige, die er betrogen hat. So. Wenn es nicht schon schlimm genug wäre, dass er mir nicht erzählt hat, dass er eine neue Freundin hat. Ja, dass er mich nicht mal zur Hochzeit einlädt. Also wenn Sie ihn sehen, ja, oder ihn hören, dann können Sie ihm das ruhig so sagen. Mach ich gerne. Vielen Danke. Dank auch. Schönen Tag noch. Und viel Erfolg. Tschüss. Danke.